So Leute, willkommen zurück zu One Piece Bald Wars 4. Die sieben Samurai der Meere, von der Regierung sanktionierte Piraten, sollen andere Piraten von ihrem Tun abhalten. Zeig den Piraten deine furchterregende Macht, das ist Mihawk. Ganz ehrlich, da spiele ich ihn. Ich spiele ja eh unheimlich gern Mihawk und das bietet sich halt einfach an. So, und wir können jetzt sogar mal hier Skills erhöhen. Zwar noch nicht so viel, aber immerhin ein bisschen. Ich habe mir auch gedacht, das ist schon mehr, was wir mit Mihawk jetzt haben. So. Ich möchte aber auf jeden Fall die Defense noch ein wenig steigern. Und eventuell das Maximalleben. Weil Angriff ist schon gut, aber Leben und Defense sind halt nicht so. Sehr schön. Gut, Fähigkeiten sind alle, glaube ich, standardmäßig festgelegt. Dann geht's jetzt mit uns los. Ja, Mihawk, der ist halt auf einem ganz anderen Niveau als so ein paar Kleinpiraten. Soll Hawkins verprügeln, aber ich prügel mich eher zu Hawkins erstmal. Aber Hawkins hat viel Verteidigung, das muss man ihm lassen. Nicht mal wir können ihm hier so extrem viel Leben abziehen. So, einfach bloß, um erstens den Anführer zu verdreschen und zweitens möglichst viele Gegner zu besiegen, damit wir einen S-Rang kriegen und die Mission hier nicht offscreen nochmal machen müssen. Also ihr eh nicht, aber ich. Weil ich gerne S-Rang überall haben möchte. Wenn ich Zeit habe. Wird wahrscheinlich nicht diesen Monat sein, aber nächsten dann. Verprügel Pika oder Zengok. Ich wäre tatsächlich eher bei Pika, muss ich sagen. Und ich sag's mal so, wenn Zoro Pika da besiegen konnte, Mihawk kann's auch. So, ich hoffe, der rückt jetzt immerhin ein bisschen Leben raus. So, den haben wir auch. Oh, schön, wieder volles Leben. Hm?
So, wo ist der Anführer da? Solange die eh keinen anderen haben, den ich unbedingt verdreschen soll, kann ich auch hier den Anführer vermöbeln. So. Nico Robin. Die nächste auf der Liste. Mihawk ist eh einer der coolsten Charaktere. Ich meine, er hat Zorro mit einem Dolch fertig gemacht am Anfang. Und dann einfach die Schwerter von Dings zerbrochen. Von Zorro. Aber gibt ja jetzt eine neue interessante These, die da aufgeworfen wurde von Zorro im Anime. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte in einem Video. Dass eventuell die schwarzen Schwerter durch den regelmäßigen Gebrauch von Haki dann halt irgendwann schwarz bleiben. Dass sie halt wirklich nicht einfach schwarze Schwerter sind, weil schwarze Schwerter besonders gut geschmiedet sind, sondern eben durch das Haki. Und das würde dann vielleicht dazu führen, dass Zorro sagt, er möchte eher kein schwarzes Schwert besitzen. Und das dann in Wano Kuni lässt. Und dann lieber quasi seine eigenen Schwerter schwarz färbt. Also in die Welt von One Piece würde es passen. Kashiki, willst du dich wirklich mit dem besten Schwertkämpfer der Welt prügeln? Habe ich dich. Zack. So. Hier haben wir alle. Jetzt kann ich gehen und Carrot verprügeln. Obwohl, ich will erstmal gucken. Ja, da liegt noch Heilung. Da drüben auch. Die nehme ich noch mit. Jetzt gehen wir Carrot verprügeln. Das ist sowieso in die Richtung. Mach ich doch. Oh Gott, sie hat uns gestunt. Aber wir haben ja Sengok als Verstärkung. Aber Carrot hält echt viel aus. Also dafür, dass wir so viel Kraft haben. Und das Electrical, das hält uns halt hier echt gut in Schach. So. Haben wir so. Da war es nur noch einer. Don Quixote, Doflamingo.
Ich glaube, gegen den sollten wir vielleicht sogar ernst machen. Vielleicht auch nicht. Oh, Moment. Ich habe schon den Controller aus der Hand gelegt. Es geht noch weiter. Die Marine möchte auch noch da was abhaben. Ace taucht essend und rennend auf. Ja. Verprügel Ace gemeinsam mit Carrot. Nee, mach ich nicht. Ich verprügel Fujitora gemeinsam mit mir. So, Fujitora. Ich führe eine stärkere Klinge als ein Admiral. Ganz ehrlich, ich hänge heute ausnahmsweise nochmal was dran, weil wir halt wirklich gut durchgekommen sind. Aber normal habe ich die Zeit nicht. Ich müsste eigentlich schon längst am Lernen sein und... So, Wille des gealterten Soldaten, legen wir los. Jungspunde, besiege die Piraten der neuen Ära und zeige ihnen die Kraft derer, die diese Ära erschaffen haben. Das heißt jetzt die Alten spielen. Gäbe es einen Fujitora, würde ich ihn spielen, aber nehmen wir einfach Whitebeard. Wir sind ja tatsächlich dann jemand, der diese Ära geschaffen hat. Himmel und Erde. Hatten wir den Skill nicht schon? Nee, den, stimmt, den hatten wir mit Blackbeard geskillt. Also ich frage, warum ich den jetzt gekauft habe. Ich brauche den ja eigentlich nicht. Wir sind ja schon so weit. Ich habe das Board für Whitebeard fast voll. Uns fehlt nur noch das eine. Ja, wir kämpfen gegen das junge Team. Das alte Team gegen das junge, aber mir gefällt es nicht, dass wir hier so stark mit Marine zusammenarbeiten. Weil eigentlich sollten wir hier Kaido und sowas auch mit dabei haben, weil das sind halt die Alten, ne? So. Zorro fertig zu machen, kostet aber auch alle Nerven, die man hat. Die haben so extrem viel Leben, die Gegner inzwischen. Anführer nehmen wir jetzt auch noch. Wofür sind wir denn Whitebeard? Hm.
Ist Carrot gerade wirklich wütend auf, also eifersüchtig auf einen Hasen? So, zeigen wir Ihnen mal, was Whitebeard wirklich für ein Monster ist. Kann sie nicht mehr, ist schon besiegt. So, Sanji hat's auch hinter sich. Vor allen Dingen verprügelt 500 Gegner ist unsere Hauptmission. Das mit den 500 Gegnern haben wir halt schon locker erledigt. Aber ich soll jetzt nochmal 500 Gegner erledigen. Haben die letzten 500 nicht gereicht? So. Aber ist gar kein Problem, so 500 Gegner, die machen wir mal eben im Vorbeigehen platt. So, einmal kurz Königshaki. Das ist mal wieder so eins, mir ist es völlig egal, wen ich treffe. Hauptsache ich treffe und in dem Fall ist Buggy jetzt fast schon hin. Dann machen wir gerade Buggy fertig. Obwohl ich denke, Kid zu besiegen wäre für einen Whitebeard sinnvoller, weil er halt die Rotnase schon kennt. So, das war's. Haben genug Gegner besiegt. Ich meine, hier sind zwei Kommandeure. Also einen Anführer und dann noch Ace oder Sabo oder so. Hast du Buggy besiegt? Ja, das habe ich. Wieder 500 Gegner. Ey, diese 500 Gegner-Mission, ne? Die gehen mir so ein bisschen auf den Keks. Oh, Kommandant ist aufgetaucht. Ja, dann ist mir Sabo relativ egal. Dann machen wir jetzt den Kommandanten. これが僕の正義です。
Ace rückt in Richtung Whitebeard vor. Der soll nur kommen. Yonji darf auch gern mitspielen, wenn er möchte. So, Corby, das war's. Wir haben es echt gut in der Zeit geschafft, jetzt zwei Missionen mal wieder. Ich habe eigentlich befürchtet, das wird länger. Aber das ist super. Dann stehen wir da von der Zeit her echt gut da. Aber gut, es war halt auch Whitebeard, ne? Was soll man sagen? Es war Whitebeard. Whitebeard macht eine tolle Zeit. Die älteren Brüder herausfordern. Ich bin auch stärker geworden. Kämpfen mit Ruffy gegen die furchteinflößenden größeren Brüder. Das machen wir beim nächsten Mal. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit One Piece Pirate Warriors 4. Bis dann, euer Wolf.